Station 3 von 3, der FC Bayern auf dem Weg in Richtung Kansas, dem letzten Stopp der US-Sommertour. Knapp 2 Stunden Flug, ein weiteres Testspiel, dann geht's wieder zurück in die Heimat. Wir sind mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden, mit dem, was wir uns physisch, aber auch fußballerisch erarbeitet haben, das, was wir auch in den beiden gespielten Spielen gezeigt haben. Wir haben bis jetzt keine Verletzten. Ja, da sind wir sehr zufrieden. Im dritten und letzten Testspiel geht's gegen den nächsten prominenten Gegner, den AC Mailand in Kansas City. Eine letzte Chance, sich in den Vereinigten Staaten und vor dem eigenen Trainer zu präsentieren. Ja, es ist ein Mix. Zum einen haben wir hier sehr attraktive Gegner, namhafte Gegenspieler auch. Und da möchte man sich auch in einem guten Licht präsentieren und zeigen. Dann haben wir den Stand Vorbereitung. Ja, in der Vorbereitung kämpft jeder um seine Plätze. Jeder möchte sich empfehlen. Jeder möchte in den ersten Pflichtspielen mit dabei sein. Die USA-Reise neigt sich also so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Von LA über Houston nach Kansas City. Direkt nach dem Test gegen Mailand starten die Bayern den Heimweg nach München. Wir arbeiten gut. Ja, ich finde, dass wir das sehr gut geschafft haben, einen Mix herzustellen aus Belastung, Spielbelastung, Anzahl der Minuten für jeden Einzelnen, aber auch dann die nötige Trainingsbelastung. Ja, wir nutzen auch wirklich die Trainingseinheiten, um zu trainieren, nicht nur um zu regenerieren. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir es wirklich im Moment ganz gut machen mit unserer Athletikabteilung. Und die Jungs wirken sehr frisch, sehr ausgeruht, trotz der langen Reise und der langen Flüge. Und es zeigt, dass das ein großer Erfolg ist, diese Reise bisher. Aus der Sicht der Spieler klingt das in etwa so. War schon eine sehr, sehr intensive Woche, würde ich jetzt schon sagen, wo wir schon auch viel trainiert haben, viel Marketingtermine hatten. Und ich glaube, jetzt sind wir auch schon alle ein bisschen froh, dass der morgen wieder nach Hause geht. Es waren anstrengende Tage in den Staaten. Wenn der Bayern-Tross am Mittwoch in München gelandet ist, gibt's daher erstmal 2 Freie für die Mannschaft.